Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Hogwarts Legacy Part 61. Bisschen zurück mit allem. So, und so. Ich hoffe, das ist gespeichert am Ende. Wo ich so raus bin. Ja. Muss mal gucken, wo wir wieder sind. Nicht, dass wir den ganzen Scheiß wieder nochmal neu spielen müssen, weil es nicht gespeichert hat in dem Ding. Mist. Mich nervt es dann auch selber wirklich ein bisschen dann, wenn wir wieder den ganzen Scheiß neu sammeln dürfen. Ah, nee, wir sind hier noch. Okay, alles klar. Dann haben wir alles noch. So weit, so gut. Charmant. Spinn. Wie passend. Ah, danke. Bombarda! Konfring! Descendo! Kuzio! Hindo! Imperium! Konfringo! Descendo! Bombarda! Konfringo! Levioso! Was? Kann ich nicht besser reden? Confingo! Confingo! Potego! Stufo! Imperio! Imperio! Cozio! Cozio! Opa! Confingo! Na, sagen wir mal 25. Ja, wenn es dann hier schon gespeichert ist, super, weil dann passt es wenigstens. Das kann ich dann nämlich sehr gut gebrauchen. Aber ist ja nicht mehr weit. Diese Spinnen wollen uns unbedingt verspeisen. Ja, kann ich wir werden sicher schmackhafter als Kobold essen. Confringo! Ja, es sind halt auch kleine Bücher und ich Flüche, mein Gott. Imperio! Imperio! Protego! Hä? Pompada! Cozio! Confringo! Confringo! Descendo! Nervige kleine Biester, nicht wahr? Richtig, genau. Das sind wirklich nervige kleine Biester. Oh, überall liegen die Kobolde so rum. Halleluja. Eine Treppe hierher? Wozu das denn? Ich glaube, hier war schon ewig niemand mehr. Bombarde! Okay, das ist nichts. Wie das sein können? Gut, dann gehen wir mal. Habe ich das verdient? 25, perfekt. Ah, noch drei weitere Level, dann haben wir es. Confringo! Ich hab's geschafft. Bombarda!
Okay. Ah ja, hier. Junge, zielt doch richtig, Alter. Das Zielen ist manchmal bekloppt. Komm, trink! Sieh dir das an. Nicht wirklich mein Stil. Zu übertrieben, wenn du mich fragst. Bombarda! Ja. Wir ziehen auch gerade wieder. Na, warte. Wo kann ich herkommen? Bombarda! Confringo! 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 Bombarda! Oh. Confringo! Okay, so. Confringo! Ah, hast du ihn da oben erledigt? Super. Bombarda! Confringo! Womit habe ich das verdient? Crescendo! Bombarda! Confringo! Ah ja, klar. Imperium! Confringo! Confringo! Bombarda! Ich bin dir. Die Höhle kann nicht die einzige Herausforderung gewesen sein. Vielleicht sollten wir nach Runen suchen. Ja, ich weiß, da ist was. Dort sind noch zwei. Aber das machen wir dann nachher. Ich guck mal jetzt mal. Solche Runen haben wir doch schon mal gesehen. Ja, aber ich schaue mich erstmal hier rum. So. Ah.
muss gucken, was voll ist. Ne, den verkaufe ich nicht. Den zerstöre ich von mir aus, so. Okay, perfekt, passt super. Und weiter geht's. Womit habe ich das verdient? All die Truhen. Ist das Glück oder Instinkt? Ja. Ich vermute, wir brauchen alle drei Runensymbole, um die Tür zu öffnen. So. Natürlich. Konfringo! Endlich können wir hier raus. Hä? Ah, ist schon offen, okay. Perfekt. Dann hier durch erstmal. Ne, wir können hier noch nicht raus. Sebastian, ein Tagebucheintrag. Wir sollten nach weiteren suchen. Warum konnte sie ihre Einträge nicht an einem Ort verstauen? Richtig. Hm. Noch mehr? Nee, anscheinend nicht. Dann hier runter. Ah, da hat sie diese Speicherung auch noch, klar. Oh nein! Oh mein Gott. Jetzt haben wir es mit so einem zu tun. Alles klar. Wenn das Ganze so will, bitte. Ein Troll! Bindung! Kruzio! Ja. Imperium! Bombardier! Bindung! Konfringo! Ja, Alter. Bombarda! Komm, trink! Ah, okay, das fühlt sich automatisch jetzt auf. Cool. So, Sebastian, pass gut auf. Protego! Kruzio! Du hast den Kruzio, Alter. Boah, das macht ihm gar nichts aus, oh Gott. Stufe! Protego! Oh Mann, Protego! Stufe! Alles klar. Kruzio.
Aktion macht nur gute da. Protego! Stufe! Bestchen, pass auf. Freunde zusammen wie ein wütender Troll. Genau. Ja, den Troll hat es nur wütend, einfach nur noch wütender gemacht, wo man Dinge eingesetzt hat. Crucio. Na gut. Himmel. Repar. Dass ich, wo ich Reparo habe. Sonst. Das war ja harte Arbeit. Mehr als das. Hätten wir uns echt noch was machen können, wahrscheinlich. Was ist das? Okay. Da ist auch nichts, okay. Hast du was gefunden? Ein Tagebucheintrag. Isadora war hier. Wir erreichen den Vorsprung nicht. Alles gut, kein Problem. Egal wie hoch wir... Wingardium Leviosa! Perfekt. Womit habe ich das verdient? Das frage ich mich auch, mit was wir das gerade verdient haben. Gut. Haben wir jetzt erstmal das hier. Erstmal noch ein bisschen umschauen. Nicht, dass wir hier irgendwas vergessen. Anscheinend nicht. So. Und kommst du hoch? Ja, komm doch hoch. Was machst du da unten? Ich geh schon mal weiter. Ah, er ist oben. Perfekt. Geil, hier gibt's auch noch einen Weg. Gehen wir mal hier lang. Ich weiß, Inventar damit ist voll. Die Musik, Alter. Genial. Nach all den Stufen bin ich ganz schön außer Atem, aber dieser Anblick war es wert. Hier ist nichts. Ich schaue mich halt noch um, weil ich bisher jetzt so schnell durchrasen hier mit dem Ganzen. Ich will hier aber auch nichts vergessen.
Was noch eine Barriere. Wir können sie bestimmt durchbrechen. Welche? Das kann keine Sackgasse sein. Über uns muss noch eine Ebene sein. Gute Nachricht? Es klingt eher beunruhigend. Ach, come on. Irgendwann muss ich ja noch mal was mit 20 haben. Warte. Das bringt mir nichts, muss ich verkaufen. Das hat mir eher was zu bringen, was ich gerade trage. Oder so ein Mist, dann schon. Weg damit, weil das kann ich schon. Will ich jetzt nicht verkaufen gerade. Okay. Ah ja, hier ist mir gekommen. Okay, alles klar. Hä, warte mal. Sagen jetzt schon wieder irgendwie so ein Rätsel. Hammer gleich, oder? Revelio. Ah ja. Komm, trink! Womit habe ich das verdient? Ah, mal noch so eine Truhe. Alter. Okay, dann bringt uns das gar nichts. Lass mich mal die Merlins Aufgaben machen. Revelio. Bombarde. Ich weiß, aber frag mich jetzt gerade nicht. Wir müssen da hoch davon irgendwie. Vielleicht hat es da unten was mit zu tun. Irgendwas mit hier was zu tun. Contrinto! Revelio! Contrinto! Revelio! Bombarda! Irgendwas muss es hier geben. Revelio. Bombarde. Okay. Womit habe ich das verdient? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, dass ich das auch verdient habe. Da hast du recht. Ja. Warte. Ich glaube, ich weiß wie. Ich hab's, glaube ich. Freunde der Nacht, ich glaube, ich hab das Rätsel geknackt.
Wingardium Leviosa. Was war das jetzt für ein Scheiß? Wingardium Leviosa! Komm doch nicht immer an die Wand hin, komm doch her, Mann. Hä? Okay, wenn das nicht funktioniert, dann blöd. Mal gucken, ob es hier noch was anderes gibt. Gucken, ob es hier vielleicht auch noch was anderes gibt, vielleicht. Okay. Womit habe ich das verdient? Keine Ahnung, frag mich nicht, ich weiß es auch nicht. Irgendwie muss man ja doch da hochkommen. Rebellion. Confringo! Hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. Klar. Aha. Den Weg habe ich jetzt nicht gesehen. Tut mir leid, den habe ich jetzt nicht gesehen, den Weg. Sorry. Immer dieses Rumgerätseln mit dem Mist. Das ist doch nicht mehr normal. Das war aber auch fies. Das war jetzt fies. Vom Rätsel her. Dieser Ort kann doch nicht nur Isadora gehört haben. Aber der Reptichon führte uns her. Also das war jetzt fies. Das fand ich jetzt wirklich, dass das fies war gerade eben.
Okay, jetzt müssen wir mal gerade gucken hier. Noch eine Rune. Eigentlich müsste ich jetzt schon fließend Runisch können. Ich weiß, aber das, ich glaube, das war nicht die einzige. Wir müssen gucken, wo noch eine Rune ist, sonst kriegen wir das Ding nicht auf. Bombarda! Ah ja, habe ich mir fast gedacht. Hier ist eine. Womit habe ich das verdient? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich dazu verdient habe gerade. Hä, das kann doch nicht sein, dass es hier nur zwei sind. Es müssen noch drei sein. Ah, ich habe es mir fast gedacht. Confringo! Wo ist die dritte Scheißding? Perfekt, wir haben's. Ein weiterer von Isidora geschaffener Bereich? Isidora muss hier mit alter Magie geübt haben. Mhm. Perfekt, wir haben's. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isidora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Erstmal hier vorne noch gucken, gibt's hier auch noch irgendwas? Ne, hier liegt nichts mehr rum, okay. Da hinten in dem Sinn auch nichts mehr, hä? Bombarda! Die Kammer. Okay. Können wir noch machen? Gibt es hier sonst noch irgendetwas? Rebellion! Okay, wenn es hier sonst nichts mehr gibt. Ein weiterer Durchgang alter Magie zur Krypta. Hier muss sich das letzte Triptychon-Teil befinden. Bombarda! Confringo! Womit habe ich das verdient? Warte. Revelio. Da oben oder was? Bombarda. Da oben ist was. Okay, das hat gespeichert wieder. Das ist sehr gut, aber da oben ist jetzt was. Da muss man gucken, dass man da oben ein bisschen kommt. Hier in dem Bereich muss irgendwas sein. Alter. Rebellion. Gibt's hier irgendetwas? Müssen wir da oben hin. Oh Mann. Bombarda! Okay, da ist nix. Oh. Akio. Hier irgendwo muss doch was sein. Hä, ich weiß, jetzt da unten komme ich nicht durch. Irgendwie da oben muss man hinkommen, ich weiß. Bombarda! Rebellion!
ist so knifflig manchmal, diese Rätsel. Gibt es hier oben vielleicht irgendwas, was man vielleicht runterholen kann zum... ja. Toll. Das letzte Stück für das Triptychon. Wir haben es geschafft. Also. Hätte Isidora all das nur offenbaren können. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isidora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das wünschte ich auch. Wenn wir das Triptychon vollenden, sehen wir vielleicht mehr. Ach, verdammte Scheiße. Hätte ich das gewusst, dass man da hoch kann? Die Hersteller... Nein, das war clever gemacht, aber... Ernsthaft, das war echt clever gemacht von denen, aber auch ein bisschen hinterhältig. Den Rest alles dann wieder verkaufen. So, gehen wir mal jetzt auf Ausrüstung. Was haben wir hier Schönes? Ja, toll, das hängt um 2. Das bringt mir auch nicht viel. Das andere verkaufe ich alles. Und die trage ich gerade, weil das ist, wenn es nämlich was ist, was dann nämlich so bei beides gleich hochgeht, habe ich mehr davon, als wenn ich da irgendwelchen Scheißdreck hier. Weißt du was, ich schmeiß von allem jetzt was weg. Ja, das gibt's doch nicht. Da haben wir 19, da brauchen wir gar nichts entfernen, okay. Wie schaut es hier aus? Da haben wir auch noch 19. 19. 19. 19, dann verstehe ich das nicht, warum überall 19 ist, wo du 20 tragen kannst und dann geht es nicht. Oh, 10.000 haben wir damit schon. Alles klar, wer nicht will, dann will nicht. Hat Pech gehabt. Und dann betreten wir jetzt die Krypta. Dann haben wir jetzt die komplette Karte damit voll. Finde ich schon mal perfekt. Dass uns das Triptychon auf diese Reise geschickt hat? Los geht's. Das ist es. Spann mich nicht auf die Folter. Na los, mach schon. Platzieren. Ein Denkarium. Danach haben wir gesucht. Dann los. Ich frag mich. Was ist denn? Finden wir es raus. Meinen Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben.
Okay. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Kann keine Pause. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Ja, es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora! Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Danke. Oh, Alter, wie war denn... Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Koboldsilber. Ich brauche etwas Größeres. Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll. Magie. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch richtig angewandt, kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Ey, die verarschen. Wieso willst du so eine Magie wegsperren? Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Also, ich verstehe... Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Ich verstehe es nicht, warum es sowas in die Länge ziehen muss. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe sowas nicht. Danke. Sie hat den Schmerz genommen. Ich wusste es. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nein, nicht die Erinnerung. Das Porträt. Ich denke, Isidora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Wir haben das schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild, das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch, wir haben die Erinnerung. Ja. Ja, du hast recht. Wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist, wozu du fähig bist. Ich weiß nicht, wie Isidora das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Das würden sie bestimmt nicht tun. Die Hüter glauben, dass das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen, eine sehr komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie ist. Eine, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt? Du hast all ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als bewiesen. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Ich hasse sowas, dass man sowas in die Länge zieht. Warum kann man keine auf Pause gehen und nicht einfach Pause Bitte. Schalten? Sprich mit den Hütern. Wenn nicht für mich, dann für Anne. Bei den anderen Dingen kannst du auch Pause machen, bei allen Spielen, aber bei das geht's nicht, ey, während sowas. Das ist Schwachsinn. Das ist eine Kritik, das ist ein Kritikpunkt, was ich daran habe. Warum wollten die? Endlich, danke!